Im heutigen Video teste ich das vor kurzem erschienene Spiel Palworld. Bei diesem Multiplayer-Open-World-Survival-Spiel seid ihr gestrandet in einer Welt voll mit Kreaturen, genannt Pals. Eure Mission ist es, Pals zu fangen, sie zu züchten und gegen andere Pals kämpfen zu lassen, um so ein gesegnetes Leben in der Welt der Pals zu schaffen. Und wir werden sehen, ob dieses Spiel das Potenzial hat, besser zu werden als das Original. Like dieses Video, abonniert meinen Kanal und let's go! Yo, und hallo und herzlich willkommen zu Palworld. Alter, ich bin schon richtig gehypt auf diesen unfassbar gehypten Pokémon-Klon. Boah, ich habe mir das Spiel jetzt extra gekauft für 30 Euro, nur um mal zu gucken, ob dieses Spiel wirklich seinem Hype gerecht ist. Also ich bin jetzt gespannt. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich habe sogar dafür den Greenscreen eingebaut. Geil, ne? Also ohne viel zu schnacken, lasst uns loslegen. Spielbeginn. Jo, auf jeden Fall Spielbeginn. Ich habe das Spiel schon ein bisschen angespielt vorhin, aber wir starten jetzt mal mit einer neuen Welt, ne? Okay, let's go. Neue Welt. Wie wär's mit Fresh Island? Ja, komm. Fresh Island. Das ist doch ein geiler Name, ne? Fresh Island. Und bestätigen. Schwierigkeitsgrad normal. Ja, das kann so bleiben. Mehr Spieler auf Fresh Island. Okay, perfekt. Und bestätigen. So. Einstellung abschließen und das Spiel beginnen. Yes! Okay, let's go. Ja, Gamefish, das kann so bleiben. Ja, ich bin aber nicht eine Frau. Voreinstellungen. Nein, ich wäre schon lieber gerne der Typ hier, ne? Was gibt es denn so Schönes, ne? Also, ich bin ja braunhaarig. Ich habe einen Pferdeschwanz. Kann man nicht so gut sehen. Dann nehme ich mal dich. Ja, du siehst doch gut aus, ne? Ja. Körpertyp 1, was ist denn 1? Bisschen schmaler, bisschen dicker. Ich bin mal ein bisschen dicker. Hautfarbe kann eigentlich so bleiben, ne? Ja, kann eigentlich so bleiben. Ich bin jetzt auch nicht so der Dunkelste. Ich meine, ich bin zwar Südländer und alles, aber ich war nicht viel unter der Sonne. Wenn ich will, dann kann ich schnell braun werden. Joa. Ja, das sieht doch ganz niedlich aus. Armgröße, ja, kann so bleiben. Beingröße, ja, kann auch so bleiben. Gesicht, na, was haben wir denn so schönes alles, ne? Ich habe ein einmaliges Gesicht. Ich habe, ja, nein, das eher weniger. Ah, das ist dann doch ein bisschen zu maskulin. Ja, meinetwegen. Ich habe grüne Augen, aber, Alter, sieht aus wie so einem Anime, ey. Ja, den mit den großen Pupillen. Augenfarbe, Augenfarbe, das ist eher grün bei mir, ne? Geht das? Ja, geht, perfekt, das geht. Perfekt. Augenbraunfarbe, aber ist auf jeden Fall bei mir braun, ne? Okay, kann eigentlich so bleiben, obwohl der Bart stört mich. So Bart wäre jetzt nicht schlecht, aber das sieht so komisch aus in den Dude. Okay, wie hatte ich mir... Ja, so war mein Gesicht, ne? Ah, okay, jetzt mal ein anderes. Wieso? Ich habe ja einen Pferdeschwanz, Bro. Gibt es auch Pferdeschwanz für Männer? Bei Hogwarts Legacy gab es einen Pferdeschwanz für Männer. Der hier. Ja, dann nehme ich mal den, weil ich meine, wenn ich wollte, könnte ich auch so welche Haare haben. Ich meine, ich habe jetzt so, sieht man den Pferdeschwanz? Der sieht mir doch schon ein bisschen ähnlich, ne? Auch grüne Haare und alles. Ja, das passt schon. Und die Stimme nur noch. Ja, 6, das sieht doch gut aus, ne? Und, Klamotten gibt es hier wohl keine, ne? Ja, na gut. Er sieht mir jetzt nicht zu 100% ähnlich, aber hey, ich habe das Beste aus der Sache gemacht. Und Spielbeginn, let's go! Spielbeginn. Na gut, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal ein bisschen angespielt, ne? Gut, von hier habe ich auch schon vorhin gestartet. Also ich weiß, mit WASD kann ich laufen und mit Schiff kann ich sprinten. Achso, und ja, cool. Mit Steuerung kann ich einen Purzelbaum machen. Mit der linken Maustaste fighten, ne, quasi. Mit der rechten Maustaste anvisieren und kämpfen. Und mit Leertaste springen. So, okay, gehen wir mal weiter hier. Was gibt es denn hier so Schönes? Und da ist ja auch schon das erste Pokémon. Muss ich das bekämpfen? Oder ansprechen? Nicht genügend Material. Okay, so, man kann hier auch bauen. Wie kann ich das sammle? Herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Alles klar, okay. Dann muss ich wohl... Okay, wer ist das jetzt? Ansprechen. Ah, okay, cool. Ein Schiffbrücker. Jemand, der nicht nach Pals riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Okay. Okay, man kann auch mit F weiter. Okay, und? Ja, okay, perfekt. Den kann ich ansprechen. Alles klar, okay. Jetzt, wie kann ich hier Material ansammeln? Holz. Ah, okay, so, genau so, genau so. So, und wie kann ich gegen ein Pokémon oder gegen ein Palworld kämpfen da? Kann ich nicht... Ah, geil, ich kann dich schlagen. Geil, ey. Geil. Einfach gedrückt halten. Und nochmal. Bam, nimm das. Und das. Komm her, Bro, komm her. Bam. Und einmal, olle, geil. Ich habe einmal Fleisch gesammelt und dreimal Wolle. Geil. Ist das jetzt wie Minecraft oder wie? Öffne B, das Baumini. Wähle Primate, Werkbank, suche einen passenden Platz zum Bauen aus. Alles klar, dann am besten hier. Warum nicht, ne? Ja, okay, wie kann man jetzt bauen? Ah, so, bauen. Alles klar. Ja. Meine Werkbank ist fertig, perfekt. Öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte Palsbeere frei. Palsbeere, da. Ja, und freischalten. Perfekt, ich hab's freigeschaltet. So, okay, jetzt kann ich sie irgendwie erstellen, ne? Palsbeere. Was brauche ich dafür? Palladium-Bruchstück. Okay, wo kann ich das finden? Und Steine. 3 Steine auf jeden Fall. Wo kriege ich Steine her?
Also hier überall liegen ja Steine, ne? Aber wie komme ich am besten an die dran? So, by the way. Da unten sind einige Palworlder. Einige Palworld-Pokémon. Was geht ab, Bro? Was geht ab? Greifst du mich eigentlich an? Nein? Okay. So. Oh, ich glaube doch. Na, doch nicht. Und da ein Stein. Stein. Okay, gut. Ein Stein, perfekt. Und noch ein Stein. Der sieht schon krass aus, muss ich sagen. Greift er mich eigentlich an? Oder verschont er mich? Oh, der sieht ja süß aus. Der sieht ja aus wie so ein Meganie. Nice. Jetzt brauche ich erstmal mehr Steine. Hoppa, ist das ein Stein? Ja, das ist ein Stein. So, okay. Zwei Steine habe ich schon mal. Ja, ein Stein mehr noch und es würde klappen, ne? Also komm, ein Stein brauche ich noch. So, ist davon ein Stein? Ich brauche nur einen Stein, Bro. Ich werde hier gerade echt ins kalte Wasser geworfen. Okay, was ist das hier eigentlich? Schnellreise freischalten. Geht das schon? Ein Technologiepunkt erhalten. Okay, geil. Okay, woher finde ich so ein Paldium-Bruchstück? Muss ich dafür andere Monster besiegen? Habe ich den Stein da schon genommen? Und den nehme ich doch auch gerne mal. Ah, da vorne liegt was. Ist das ein Ei? Ist das ein Ei? Da vorne liegt ja was. Ein Ei, geil. Geil, ich habe ein Ei. Rote Beeren. Ja, nehme ich mal alles mit. Und was war das? Levelaufstieg? Oder was war das? Ja, Level 3. Geil. Level 3 schon. Geil. Ne, alles einsammeln, was man so findet. Aber woher finde ich jetzt so ein Paldium-Stück, by the way? Okay, hier runter wäre jetzt, glaube ich, gefährlich, ne? Ah, da vorne sehe ich was. Da vorne sehe ich was Interessantes. Komm schon. Was ist das? Ah, ich habe ein Paldium-Bruchstück. Geil. Endlich. Ja, okay, ich mache das mal weiter kaputt. Gut, ich habe ein Paldium-Bruchstück gefunden. So, jetzt kann ich mir so eine Palzbeere herstellen. Eine Palzbeere. Oder anders gesagt, ich kann mir so ein Pokéball erstellen. Jo, dann lasst uns mal jetzt ein Pokéball erstellen. Ne? Zwei sollten reichen. Dann gehe ich mal wieder zurück. Ne, zu meinem Arbeitstisch da, Arbeitsbrett, wie auch immer. Aber ich glaube, ich bin hier gerade ein bisschen falsch. Ich müsste nach da ganz oben. Ah, okay, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen falsch abgebogen. Aber jetzt kann ich mir endlich so ein Pokéball erstellen. Ne? So eine Palzbeere kann ich mir erstellen. Gut, endlich. Zwei kann ich mir erstellen. Produktion beginnt. Alles da. Ah, okay, ich muss selber. Okay, ja. Der erste ist fertig. Okay, perfekt. Der zweite. Alles klar. Okay, gut. Dann lass mich mal das erste Pal fangen. So, wo versteckt ihr euch? Ah, okay, da ist ja einer. So, okay. Wie fange ich jetzt so einen Voltilam? So, du hast keine Palzbeere. Hä? Wo ist denn hier mein Inventar? Inventar, da. Waffen. Hä, ich hab doch so ein... Hä? Ich hab doch so eine Palzbeere erstellt. Oder muss ich die noch einsammeln oder wie? Erhalten. Ah, jetzt habe ich die. Okay. Soll ich mir am besten noch so einen Knüppel erstellen? Am besten noch sowas erstellen, ne? Okay, Produktion beginnt. Und erhalten. Jetzt endlich. So, komm her. Ah, geil. Ich darf unschuldige wilde Pokémon mit einem Baseballschläger verprügeln. Komm her, Bro. Komm her. Komm her. Bam. Bam. Greif an, um ihn zu schwächen. Achso, ich darf ihn, glaube ich, nicht besiegen. Ich darf ihn, glaube ich, nur schwächen. Okay, dann greife ich mal eine von den beiden an. Ja, dann das Holz nehme ich gerne noch mit, ne? Alles mitnehmen, was geht. Kommt her, ihr Küken, kommt her. So, dich fange ich doch gerne, Bro. Oder ist hier nicht irgendwo ein stärkeres? Damit kann ich nicht viel anfangen. Egal. Okay, und? Bam! Hab ich's jetzt? Okay, gut. Fangwahrscheinlichkeit 100%. Nice! Okay, der will kämpfen. So, okay, schnell weg hier. Es wird schon dunkel, ja? Nein, er sieht mich nicht mehr. Oder? Sieht er mich noch? Okay, ja, komm, er will unbedingt geschlagen werden. Komm her, Bro. Und bam, nimm das. Öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte Palbox frei. Palbox, warum habe ich das übersehen, Alter? Eieiei, bin ich blind. Hab mir das freigeschaltet. Und such dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Ah, mein Lager, cool. Ja, dann am besten hier auf dieser Mitte hier. Ah, da oben, drei. Okay, und Palbox. Du hast nicht genügend Material. Was? Ein Paldiumbruchstück, okay? Ich brauche mehr Paldiumbruchstücke. So, es ist aber auch scheiße dunkel. Ah, zu wenig Ausdauer. So, jetzt. Und ein Paldiumbruchstück, perfekt. Handfach gespendlich und schützt vor Kälte. Fertig mit deiner Werkbank. Ja, alles gut. Boah, es wird kalt. Und mein Leben dadurch sinkt immer weiter. Am besten, ich sollte hier mein Lager aufstellen. Und am besten eine Fackel herstellen, ne? Okay, und Kälte. Und bauen. So, und weiter. Rezept wählen. Okay, und fertig. Handfackel. Okay, und perfekt. Produktion beginnen. Ist das eine flache Stelle? Es ist so dunkel, man sieht nichts. Aber ja, ich glaube, ich müsste jetzt die Fackel haben, oder?
Ah, jetzt! Perfekt, perfekt. Geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Was kann ich jetzt gegen Hunger tun? So, ja, kann ich das hier essen? Okay, wem geben? Mir natürlich, mir natürlich. So, jetzt ist mir warm und ich bin nicht mehr hungrig. So, perfekt, gut. Dann baue ich erstmal meine Werkbank hier, ne? So, und am besten hier hinbauen, ne? So, okay, greife auf deine Powerbox und rufe deinen Pal ins Lager. Powerbox Management, Lagerverbesserung. Erstmal Powerbox Management, okay. Pal ins Lager, ah, genau so. Okay, geschafft, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar und versuche deinen Status zu verbessern. Mit Tab. So, ja, Level bin ich auch schon aufgestiegen, ne? Ja, das habe ich ja schon verbessert. Ja, am besten sollte ich mir erstmal mehrere von den Peilbällen basteln. Dafür brauche ich auf jeden Fall mehr von diesen Peilsbären hier. So, perfekt, weiter geht's, weiter geht's. Hoffentlich hält die Fackel lange. Was ist das denn jetzt hier aber? Was bekomme ich hier raus endlich? Irgendwas Sinnvolles? Ah, einmal Erz, cool. Ich habe einmal Erz bekommen, geil. Ah, da sollte ich lieber weitergehen. Fackel zum Licht ist immer gut, ne? Sind hier noch mehr Peils zufällig? Je mehr Pals, umso besser. Oder schlafen die schon bereits alle? Wann wird's mal wieder tags? Der Dude da vorne chillt noch. Und sind da... Ah, okay, die Pals, die schlafen alle. Jo, die schlafen alle. Also einige von denen schlafen, sehe ich gerade. Okay, den könnte ich auch gebrauchen. Den habe ich ja noch nicht in meinem Decks, ne? Bam! 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 Und... Alter! Okay, nein, 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 nicht... Und bam! Okay, gut. Den habe ich jetzt auch. Perfekt! Perfekt. So, gehen wir mal wieder zurück auf mein Lager. So langsam komme ich rein auf jeden Fall. Was ist das denn jetzt hier? Ah, okay. Dies nehme ich auch gerne mal. So, was ist das jetzt hier? Öffnen. Alles klar. Ah, cool. Cool. Und das hier? Aufheben. Alles klar. So, auch cool. Auch cool. Ja, was geht, Bro? Anheben. Anheben. Alles klar. Süß. Oh, ist das süß. Und wieder fallen lassen. Ah, Spitzhacke kann ich da. Ich brauche mehr Steine. Ich brauche mehr Steine. Ja, Steine sind es, die ich brauche. Erstmal dich nehme ich mit. Und dich lasse ich dann hier anheben. Süß, die Katze. Süß. Bekomme ich hier Steine? Ein Stein. Okay, gut. Hier bekomme ich Steine. Perfekt. Dann kann ich mir gleich eine Spitzhacke bauen, ne? Okay, ja, das sollte erstmal reichen. Und, ah, okay. Ah, der macht auch schon für mich alles kaputt, oder wie? Pals, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Dieser Pals ist gesund und munter. Ja, das sehe ich gerade. Waffenbruch, ja. So, jetzt, Spitzhacke geht leider noch nicht. Ich brauche Holz für eine Spitzhacke, Mann. Kannst du vielleicht einige Bäume angreifen? Du bist ja mein Pal, ne? Kannst du vielleicht einige Bäume zerstören? Haut ab. Ja? Wo gehst du hin, Bro? Wo gehst du hin? So, was kann ich denn mit meinem anderen Pal machen? Okay, und bam! So, einmal angreifen bitte. Eier legen, okay, was kannst du noch? Setze auf ein Viehfarm und das wird manchmal ein Ei legen. Okay. Okay, wie weit folgst du mir eigentlich, Bro? Okay, du kannst mir auf jeden Fall gut folgen. So, komm. Kriege ich jetzt... Okay, Holz, perfekt. Hier habe ich ein bisschen Holz. Perfekt, perfekt. Okay, viermal Holz habe ich. Und einmal Fasern. Sehr gut, sehr gut. So, wie kann man eigentlich ein Pal zurückrufen? Emotes. Emotes, geil, tanzen. Ich kann tanzen, cool. Cool, ich kann ja tanzen. Nice. So, okay. Befehl zum Angriff. Okay, nicht abhauen, Bro. Nicht abhauen. Greif den mal an. Greif den mal an. Also, falls du überhaupt angreifen kannst. Befehl zum Angriff. Ja, okay. Lieber nicht. Ich glaube, der kann nicht so gut angreifen. Egal, fange 5 Lambals. Lambals, was ist dein Lambal? Ja, lass mich erstmal eine Spitzhacke basteln. Steinerne Spitzhacke. Und Produktion beginnt. Let's go. So, let's go. Ich hab die jetzt, ne? Gut, dann gehe ich mal jetzt, kann ich hier lang irgendwie? So, ah, okay, ich kann auf die beiden Seiten. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht ist das jetzt mit einer Spitzhacke einfacher. Ja, viel einfacher. Viel einfacher. Oh yeah. Man muss nur bei Minecraft gut aufpassen. Dann kann ich ja jetzt auf die andere Seite noch, ne? Okay, jo, was geht? Chicken? Let's go. Und das hier nehme ich auch noch gerne mit. Bam. Und perfekt, perfekt. 5 Palladiumstücke. Sehr gut, sehr gut. Okay, jo, jetzt kann ich mir schon bereits 10 Bälle basteln. So um den Dreh, ne? Kann ich den Dude irgendwie zurückrufen? Geht das? Ah, mit E wieder. Alles da, alles da. Okay, ich lerne immer mehr. Okay, dann bastle ich mir mal so viele, wie es geht mit dem Palladiumstück. Ich bräuchte ein bisschen mehr Holz, ne? Jo, ganz, oh, süß, wenn wir die mithelfen. Das ist ja mega niedlich. So, okay. Jo, danke, Mann, danke. So, olle, ich hab die Axt. Ich hab die Axt, so. Und jede Menge Holz. So, perfekt, perfekt. Und hier auch jede Menge Holz. Ah, da, diesen Pfeil da vorne will ich fangen. Diesen Pfeil da vorne. Der da in grün. Augenblick, ich mach mal erstmal den Baum kaputt. So, den da will ich fangen.
Den da will ich fangen. Ein Dinosaur, obwohl der ist Stufe 17. Ah, vielleicht später. Vielleicht später. Aber ich bräuchte einige von diesem Lambalz. Ja, ich brauche 5 Lambalz. Ein Besucher scheint sich meinem Lager zu nähern. Okay. Egal welcher Besucher jetzt auf dem Weg ist. Ne, halt dich fern von mir. Halt dich fern von mir. Erstmal brauche ich mehr Pokebälle. So, let's go. Wie viele kann ich basteln? 9 Stück. Okay, und Produktion beginnt. Wer nähert sich denn meinem Lager hier, ne? Okay, ah doch, ich sehe da jemanden. Oh, da steht da ganz oben. 30 Metern ist... ist ein Besucher auf meinem Lager da. Das wird eng, das wird eng. Aber was kann ich denn gegen den Besucher tun? Alles klar. So. Gut, wer auch immer das ist, wer auch immer das ist. Ja, ich habe gleich die Pallbälle fertig. Ich habe okay, danke, danke, weg da. Jetzt kommt da ein Besucher auf mich zu. So, okay. Wer ist das? Wer ist das? Fahrender Händler. Ein Händler, okay. Willkommen, schau dich ruhig um. Okay. Kaufen, verkaufen. Was hast du denn so Schönes für mich? Eine Palzbeere. Habe ich überhaupt Coins? Ich habe 390 Geld, sehe ich gerade. Ich nehme mal ein bisschen Milch. Keine Ahnung, man weiß ja nie. Okay, kann ich dir eigentlich was verkaufen? Verkaufen. Verkaufen, let's go. Was könnte ich denn dir verkaufen? Was ist denn so Interessantes hier? Nee, alles, was ich habe, brauche ich selber. Alles, was ich habe, brauche ich selber. Was hast du jetzt hier zu suchen? Jetzt kann ich erstmal weitergehen. Jetzt kann ich erstmal weitergehen. Geht's dir eigentlich schon wieder besser? Ja, ich glaube, ihm müsste es schon wieder besser gehen. So, alles klar. Ich habe ihn jetzt mitgenommen, ne? Und was der hier jetzt hier macht, wissen wir nicht, ne? Gut, ich brauche jetzt 5 von diesen Lambalz. Wo sind die Lambalz? Ah, da vorne sind einige Lambalz. Ich sehe schon. Aber da komme ich jetzt nicht so leicht hin, ne? Ich sollte mal dahin sprinten, auf jeden Fall. Ich sollte mal dahin sprinten. Boah, Alter. Nach 1-2 Stunden Spiel hat das Spiel wirklich schon richtig gecrashed. Ich glaube, mein PC macht das einfach nicht mehr mit. Naja, wie dem auch sei, das war jetzt auf jeden Fall eine ganz nette Mischung aus Pokémon und Ark Survival. Ja, aber war ganz nett. Dieses Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, tatsächlich besser zu werden als Pokémon. Ich spiele beides gerne, sowohl Pokémon als auch Palworld. Und wenn ihr weiterhin so welche geilen Testvideos sehen wollt, wo ich die unterschiedlichsten Spiele teste, egal ob Pokémon oder Mario, dann liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das war's dann auch für heute von mir. Euer Gamefresh. Bye.